wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses Weihnachts-Make-up gemacht habe, dann bleibt auf jeden Fall bis nach dem Intro dran. Hallo meine Lieben, erstmal einen wunderschönen Weihnachtstag wünsche ich euch, wunderschöne Weihnachten. Heute an Weihnachten dachte ich mir, ich lade mal ein Weihnachts-Make-up hoch. Ich weiß, es ist ziemlich sinnvoll, das direkt am Weihnachtstag hochzuladen, weil dann hat man vermutlich schon ein Make-up, was man den Abend tragen wird. Aber da das Video um 10 morgens online kommen wird, kann man sich ja noch früh nach dem Aufstehen inspirieren lassen. Ich werde das Ganze jetzt ziemlich spontan drehen, heißt, ich habe noch nicht wirklich was im Kopf, mal schauen, was dabei rumkommt. Und ja, ich würde sagen, labern wir gar nicht lange rum, sondern legen wir einfach gleich mal drauf. Meine Base und meine Augenbrauen habe ich schon gemacht. Wer wissen will, wie ich das immer mache, der klickt mal auf die Infokarte, da habe ich euch beide Routinenvideos verlinkt. Schätze mal, zum Anfang werde ich die Mrs. Bella Palette von BH Cosmetics benutzen. Wir starten mit der Farbe Undressed, um das Augenlid zu primen. Genau dafür ist nämlich auch diese Farbe da, weil Mrs. Bella hat ja auch gesagt, viele beschweren sich immer, dass man bei dieser Farbe gar nicht sieht. Aber genau das ist ja der Sinn dahinter. Man soll ja eine ebenmäßige Grundlage für das Augen-Make-up schaffen. Jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel von meinem neuen BH Cosmetics Pinselset. Das ist die Nummer 7 und gehe in den Ton 50-50. Und nutze ihn als Transition-Farbe über meiner Lidfalte. Und dann gehe ich mit meinem flauschigen Pinsel, den ich gerade eben schon benutzt habe, in die Farbe Vino und gebe das auf mein unbewegliches Augenlid. Einfach um schon mal so eine rote weihnachtliche Grundlage zu schaffen. Gut, dann legen wir die Mrs. Bella Palette erstmal weg und greifen zur 120 Color Palette von BH Cosmetics. Und dort gibt es ein richtig schönes, feuriges Rot und setze den in die hintere Ecke meines unbeweglichen Lides. Jetzt gehe ich in einen dunklen Braunton, einen schimmerigen mit so ein paar pinken Glitzerpigmenten und gebe den tief in meinen Lidfalte. Ich glaube, ich sollte mir am besten meine dicke Schicht transparentes Puder unter die Augen machen, denn die Farben, wow, da voll und ohne Ende. So, jetzt ist unsere Lidfalte schön dunkel und jetzt gehe ich darüber nochmal mit diesem krassen roten Ton. Jetzt kommt Eyeliner und wir schaffen eine Cut Crease auf unserem beweglichen Augenlid. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel und ein bisschen von meinem Setting Spray und sprühe ihn an. Dafür benutze ich wieder meine BH Cosmetics 120 Color Palette und gehe in diesen schimmerigen Goldton rein und gebe diesen auf die Mitte meines beweglichen Lids. Jetzt mache ich einen anderen Pinsel nass und nehme wieder die Mrs. Bella Palette und gehe diesmal in den Ton Bella und setze sie in den Innenwinkel meines beweglichen Lides. Dann nehmen wir uns jetzt wieder die BH Cosmetics 120 Color Palette und gehen in einen weinroten, schimmerigen Ton und setzen ihn in den Außenwinkel meines beweglichen Lides. Jetzt nehme ich wieder die Mrs. Bella Palette, gehe in den Ton Lumos und gebe ihn in den Augeninnenwinkel und unter die Augenbrauen. Jetzt nehme ich mir wieder die 120 Color Palette und nehme mir einen grünen Türkis und so einen Pinsel hier und setze es unter meinen unteren Wimpernkranz. Jetzt geht's an den Lidstrich. Ich habe mir gedacht, irgendwie so eine Zuckerstange, Zuckerstangenmuster wäre bestimmt voll cool. Aber ich weiß nicht, ob das zu viel wird für diesen Look. Ich glaube, ich mache meinen Augen, meinem Wimpernkranz entlang einfach einen schwarzen Lidstrich und mache diese Zuckerstange nur außen. Ich nehme, wie immer, meinen Catrice Eyematic Dip Liner in Waterproof und ziehe mir erstmal meine ganz normale Lidstrichlinie. Und jetzt bei den Wings mache ich einfach nur mal die Umrandung der Zuckerstange. Jetzt fülle ich das Ganze, denke ich, erstmal mit Concealer aus, um wieder eine gute Base zu haben. Und jetzt nehmen wir den The Balm Meet That Huge Liquid Lipstick in der Farbe Loyal.
Okay, ich probiere dieses Weiße jetzt nochmal nachzuziehen und zwar mit der Mrs. Bella Palette mit der Farbe Pure. Aber statt mit dem Lippenstift gehe ich jetzt nochmal mit dem roten Lidschatten über den Lippenstift drüber, um das nochmal zu intensivieren und auch um nochmal zu setten. Und jetzt umrande ich das nochmal mit dem Eyeliner, damit es einfach ordentlich ist. Jetzt wird erstmal gehighlightet und da benutze ich die Sleek Cleopatra's Kiss Palette. Und da benutze ich den Ton Sphinx. So, jetzt benutze ich noch Blush, weil ich das irgendwie komplett vergessen habe. Und zwar benutze ich das NYX Blush in der Farbe Amber. Jetzt benutze ich die Glam & Doll Mascara von Catrice. Jetzt setze ich mir noch ein paar falsche Wimpern auf und zwar von Adele, das Natural Multipack. So, und in der Zwischenzeit, wie meine andere Wimper trocknet, der Kleber, mache ich genau den gleichen Lippenstift, den ich hier bei meiner Zuckerstange verwendet habe, auf meine Lippen. Man könnte, glaube ich, noch ein bisschen Glitzerakzente auf meine Lippen setzen. Und dafür nehme ich aus der Mrs. Bella Palette Gold Digger. Das war's mit meinem Weihnachtslook für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das cool findet mit diesen Zuckerstangen als Eyeliner und ob ihr das schon irgendwo gesehen habt, weil ich glaube, ich habe es noch nicht irgendwo gesehen. Ich weiß es nicht genau. Dann lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Wie schminkt ihr euch dieses Jahr zu Weihnachten? Würde mich mal mega interessieren, weil ich kenne immer nur dieses typische rote Lippen, goldener Lidschatten. Das ist halt so total typisch. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr unterstützen, wenn ihr das Video teilt. Und natürlich abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die kleine Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und damit wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns dann zu Silvester. Genau, bis dann, bye bye.